Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Wir sind wieder zurück. Ich muss mich mal ganz kurz orientieren. Wir haben Flossen, wir haben einen Kompass, wir haben ein paar Tanks, wir haben 130 Luft. Dass ich mal ganz kurz auf dem Laufenden bin, wieder. Okay, hier ist das drin, ich sehe schon. Dann müsste hier unser Essensvorrat drin sein. Und zwar alles ungekocht und wir haben nur 4 Fischchen, aber was zu trinken. Also Salz ist hier wohl das Problem, sehe ich gerade. Okay. Gut, dann lass uns mal schauen. Wir haben beim letzten Mal unser schönes Schiff. Ich habe es noch nicht überwunden irgendwie. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir es reparieren können, dass wir irgendwie wegkommen von diesem Planeten. Und jetzt schaut es euch an. Nur noch Trümmer. Und radioaktiv vor allen Dingen. Aber wenn wir eine Suit haben, können wir da was machen. Wir haben beim letzten Mal... Ah, da ist das Leuchtfeuer von unserer Seamoth. Die haben wir gebaut. Das war eine feine Sache. Und mit der wollen wir auch ein bisschen rumkutschieren. Weg von dem radioaktiven Ding. Hier unten diese dicken Seekühe. Mit diesen gelben Pups da hinten dran. Die versprühen Kugeln, gelbe Kugeln. Und wenn uns da eine trifft, oder wenn wir in diesen Nebel reinkommen, kriegen wir Mordsschaden. Das ist auch etwas. Wir haben so ein bisschen... ich muss kurz auftauchen, um mich zu orientieren. Im Osten liegt unser Schiff. Kommst du her? Dann müssen wir Richtung Westen. Also in die Richtung. Wir haben ein bisschen Schaden genommen. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir sozusagen... Ah, der ist schön, oder? Ah! Die Floaters haben sich wieder einen Stein geschnappt. Ich hätte gern was gegen meine schwindende Gesundheit getan. Da drüben sehe ich Salz. Ich habe Salz entdeckt. Ah, eigentlich... Ach komm, wir nehmen es mit. Quarz. Ich drücke immer die falsche Taste. Da war das Salz. Okay, das schauen wir uns näher an. Ja, alles ganz gut aus. Da ist ein kleines Steinchen, das wir knacken werden. Titanium ist das. Und das war Kupfer. Ganz links steht es immer, was es ist. Kupfer ist gut. Kupfer ist unser Freund. Es sieht alles ganz schick hier aus. Und hier gibt es sogar Luft, wenn wir uns beeilen. Flop! Eingesammelt! Ich nutze die sehr gerne. Zack, zack und zack. Vielen Dank. Dann können wir weitermachen. Aha. Okay. Ja, wie gesagt, man sieht den Quarz hier sehr gut. Das ist eine feine Sache, aber das Salz sehe ich dadurch, glaube ich, jetzt auch nicht gerade besser. Ein Airsack. Da ist nochmal Quarz. Oh, das ist eine Spalte. Das sehe ich jetzt erst. Ist ja alles voller Quarz. Das ist ein Fest. Das ist ein Fest. Da greifen wir einfach mal beherzt zu. War hier nicht eben noch Quarz? Ah, hier. Der ist total blind. Das ist ja unglaublich. Das nehmen wir noch mit und das nehmen wir mit. Weil kann man immer mal als Glas brauchen. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht verliere. Ich tauche mal besser auf. Weil das kennen wir ja, ne? Also, dass man da... War das ein Limestone? Nein, das ist Sand. Dass man sich hier sozusagen verliert in diesem ganzen Labyrinth und ich dann sozusagen in die Falle tappe. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte hier mal einmal unbeschadet durch. Wir brauchen nach wie vor das Salz und ich sehe es nach wie vor noch nicht. Wir wollen das aber nicht so huschi-huschi abtun, sondern richtig ordentlich gucken. Ich bin sicher, ich bin schon an dem einen oder anderen Salz vorbeigeschwommen. Ach, guck mal, die sind auch jetzt nicht so aktiv, zumindest der nicht. Das finde ich ganz nett. Oh, beinahe mein Sauerstoff. Ich möchte echt so ein bisschen drauf achten. Ich meine, dass wir das auch überleben.
Also, Let's Play, klar, sehr gerne, aber nicht einfach sterben, weil dann sozusagen nichts passiert. Ich will wirklich am Leben bleiben, also das nichts riskieren. Ist zwar nicht jetzt der richtige Ausdruck dafür, aber so in dem Stil, ne? Also, oh, was für ein Quarz hier einsacken. Das Gebiet müsste man sich eigentlich mal merken. Okay. War das diese Spalte, die wir auch schon hatten? Hier ist ein Höhlensystem. Okay. Also da wird man ja auch richtig versucht, sozusagen die Luft anzuhalten, respektive nicht zu sprechen. Oder waren wir das schon? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber hier möchte ich nochmal kurz... Ach, da unten geht's auch rein. Oh, der Meckerkrebs! Und er ist draußen! Verdammt! Ich hänge! Ah, nee, oder? Nicht 1%. Da ist nochmal Salz. Ich bin hängen geblieben. 1%? Ernsthaft jetzt? 1%? Wir brauchen dringend Heilung. Aber sowas von dringend. Oh, da ist er. Der ist so schön. Guck mal, der ist so toll. Ich kann ihn nicht eintüten, nichts machen mit ihm. Er ist so schick. So, wir flitzen jetzt erstmal zurück. Ich glaube, ich habe noch Plant Fibers. Und dann, meine ich, brauchten wir Bleach. Wir drehen jetzt erstmal diese Kiste. Da müssen wir zurück. Ja, unsere Energie ist unten links, seht ihr es, 88. Ich muss auch noch mal rausfinden, wie wir unsere Energie von unserem Seamoth wieder aufladen. Ja, jetzt gehen wir erstmal hoffentlich unbeschadet. Ich habe 1%, 1%! Diese verdammten Meckerkrebse, die dann einfach so explodieren. So, jetzt wollen wir uns erstmal heilen. Wir brauchen, genau, Bleach. Bleach, Bleach, Bleach. Als allererstes. Und dafür brauchen wir dieses Calcium-Junk. Das, glaube ich, haben wir noch. Haben wir. Zwei Stück. So, wir stellen zweimal Bleach her. Auch wenn unser ganzes Salz dabei drauf geht. Tut mir leid. Okay. Ja, jetzt bräuchten wir... von diesen Algen. Verdammt. Okay, wir müssen ein bisschen Inventory freikriegen. Das heißt, wir stellen noch einmal Glas her und zweimal Silikon. Das machen wir jetzt mal. Weil Silikon und Glas brauchen wir immer wieder mal. Und dann kriegen wir nämlich hier unser Inventory ein bisschen frei. Wir haben kein Salz mehr. Das Salz, was wir gefunden haben, ist jetzt gerade fürs Bleach draufgegangen. Das war ja ein toller Deal. So. Da ist unsere Seamoth. Und ich meine, im Westen gab es jetzt auch die Struktur. Das nicht an. Hier ist es doch. Jetzt wird mal ordentlich sozusagen. Dann nehmen wir erstmal was weg und dann heilen wir uns erstmal wieder, dass wir wieder auf dem Posten sind. Das ging ja gar nicht gut aus. 4 Stück brauchen wir. Ja, das reicht für 2. Ach, da können wir eigentlich auch hinschwimmen. Also da brauchen wir jetzt nicht die 7 auf bemühen. Einfach mal hingeschwommen. Aber vielleicht auch mal mit dem Blick nach unten, nicht, dass wir überrascht werden. Ich traue hier diesen Viechern überhaupt nicht. So, jetzt heilen wir uns erstmal.
Jawohl, First Aid Kit. Mann, 1%. Ich sag's noch, ja, wir müssen aufpassen und Vorsicht und ich will überleben. Und dann lege ich so eine Nummer hin. Oh, jetzt geht's. Jetzt ist alles wieder gut. So. Jetzt kann's eigentlich erst losgehen. Wir sind da, in der Richtung unterwegs. Da ist unsere Seamoth und wir brauchen nach wie vor Salz. Da können wir ja schon mal nach gucken. Ja. Und da ist auch etwas, was wir knacken können. Vielleicht ist ja was Geiles drin. Das war Kupfer. Ich muss auch immer links an die Anzeige gucken, was es denn eigentlich war. Was ist das? Ah, das ist wieder so ein Stoßzahn. Oh, noch einer. Da die so selten sind, tüte ich sie natürlich jetzt erstmal ungefragt ein. Wir haben ein Platzproblem. Ich weiß es. Das ist jetzt schon klar. Ah, Salz. Das ist jetzt schon klar, dass wir ein Platzproblem haben. Und das müssen wir auch irgendwie in den Griff kriegen. Wir bräuchten eigentlich... Da ist jetzt nicht noch so ein Stoßzahn, oder? Das ist ja echt... Die sind normalerweise rar. Also bisher... Ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, für was sie gut waren, aber sie waren für was gut. Ich muss mal kurz auftauchen und mal Luft holen. So, wir brauchen Silber. Wir brauchen wirklich hier... Da oben ist noch ein Steinchen, das nehmen wir uns. Das war Kupfer, das ist okay. Oh, ich habe jetzt echt Regatte hier in diesen Höhlen wegen diesen... Blöden, ja, ihr wisst Bescheid. Diese Jammerkrebse. Ein Pieper. Hast du dich verirrt, Kleiner? Oh, nein, komm her. Komm her. Das hier ist eigentlich eine schöne Fangfalle für Pieper. Hier haben die nicht viele Möglichkeiten wegzuschwimmen, fällt mir gerade auf. Das ist eine feine Sache. Hier können sie einem nicht entkommen in den Höhlen. Aber hier ist alles nur kein Salz. Das ist jetzt gerade nicht schön. Weil Salz ist, was wir brauchen. Und um Blei für den Anzug oder für alles andere auch mal herzustellen, wäre das auch mal nicht schlecht oder verkehrt. Ich sehe kein Salz. Oh, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich es echt übersehen habe. Ihr könnt mich auch ausschimpfen, aber ich suche es ja selber. Ich suche es doch selber. Ich sehe es gerade nicht. Und Limestone hätte ich auch gerne. Quarz finden wir. Wir finden Unmassen an Quarz. Was ja cool ist. Also Quarz ist wirklich toll. Aber Quarz ist halt nicht alles. Wo ist... Da ist unser Pott. Auf der Suche nach Rohstoffen, aber ehrlich. Boah, da ist die Aurora. Dann wäre... Wir schwimmen mal in Richtung unserer Seamoth. Wir nehmen unsere Seamoth und gehen damit mal ein bisschen auf Erkundung. Das ist jetzt besser, als hier rumzueiern. Dafür haben wir sie ja auch. Da können wir ein bisschen tiefer gehen. Da können wir auch in Bereiche mal ein bisschen abtauchen. Hier zum Beispiel. Ah, was ein Gebiet. Oh. Ich traue mich nicht auszusteigen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Irgendwas Böses, mit Sicherheit.
Wo steckt er? Irgendwer will uns doch anknabbern. Wisst ihr was? Wir verkrümeln. Da ist Salz. Das ist auf jeden Fall was, was wir brauchen. Da steigen wir mal aus. Was sind denn das für Dinge? Ach du liebe Zeit! Was sind das für Teile? Das sieht nicht gut aus. Hier im Schwarm. Ist besser, wir... Da haben wir einen... Das schauen wir uns auch an. Was das genau ist. Simov haben wir bereits. Jetzt sehen wir hier noch etwas anderes. Zufällig gerade mal so eben. Limestone, Salz, irgendwas. Nein. Dann wieder zurück in die Simov. Und in diese Richtung. Mal so ein bisschen... Was sind wir? Südlich. Auch gut. Ja. Zzz, einfach mal drunter durch. Hier sind viele von diesen kleinen Teilen. Nicht witzig. Und sie sind scharf auf mich. Das ist noch schlechter. Ja, nix wie weg. Vielleicht ein bisschen tiefer, dann bin ich so eventuell los. Da ist Salz. Nix wie hin. Dahin. Salz ist gut. Wir könnten eigentlich gerade mal ein paar Plantfibers nehmen und einfach ein paar wegmuffeln, dass wir ein bisschen Essen wieder auffüllen können. Genau. So, als kleinen Snack gerade. Ah, ein Limestone sehe ich da. Den knacken wir. Kupfer. Okay. Da unten ist Salz. Au, 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 au. Dieses Mistvieh. Ich sehe es im Schatten. Verdammt. Hat uns schon wieder Leben gekostet. So, ich nehme mal ein paar von denen mit, falls wir doch wieder mal auffüllen müssen. Und dann tauchen wir noch etwas ab, würde ich sagen. Etwas tiefer. Da geht es noch mehr runter. Das interessiert mich ja schon. Angeeckt. Au, au, au. Ah, da ist wieder so ein Vieh. Das sind überall diese Viecher. Ah, tut euch doch weh. Tut ihr mir eigentlich weh? Nö. Aber das ist schon scharf auf mich. Es schwindet einfach. Boah, wie viele das sind. Mann, dann haut doch ab. Guckt euch das an. Dann ergreifen wir eben die Flucht. Oh, ein Limestone. Ich würde hier gern... Bin ich so los? Schnell zum Limestone. Das war Titanium. Titanium. Echt auch? Ups.
Inventory full. Was machen wir da jetzt? Jetzt ist. Komm, dann schmeißen wir so einen raus. Ah, das kann doch nicht wahr sein! Lass mich in Ruhe! Ah, Mann! Und wieder nur noch 10%, das gibt's doch alles nicht. Es ist dunkel. Auch das noch. Das müssen wir erstmal wieder rausfinden hier. Da geht's nach oben. Ach, am Fels angedotzt. Jetzt machen wir das Schiff kaputt. Wegen euch. Erstmal nach oben. So. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Ach komm, es wird dunkel, es wird Nacht. Ja, das, wer hätte es gedacht? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe es schon kommen. Wir sind hier nur Erste-Hilfe-Packs am Machen mit unserem Salz. Anstatt mal was ordentlich zu essen zu machen. Es wird hier nur eine Suche nach Salz. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist eine schlechte Ecke hier mit diesem Zeugs. Was ist denn da los? Es schwankt aber. So, dann erstmal an Bord. Ach komm, den Pieper kennst du doch. Ist doch nichts Neues. Den kochen wir uns erstmal. Dann machen wir uns ein Bleach. Ah, Calcium Chunk. Nein, geh doch auf. Ah, da habe ich jetzt keinen mehr. Ach Mann, jetzt essen wir erstmal was. Dann trinken wir auch was. Gut, wir trinken noch was. dann tun wir das erstmal wieder einbunkern. Das haben wir. Das Glas brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Und dann brauchen wir von diesem Calcium-Chunk. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele wir da brauchen. Da unten, glaube ich, ist es. Wir nehmen mal ein bisschen mit, 3 Stück oder so. Okay, ab nach oben. Das passt. So. Können wir es denn jetzt machen? Jawohl. Einmal Bleach. Und ein First Aid Kit. Dass wir auch sofort genießen werden. 60. Jetzt ist schon wieder Feierabend und wir kommen nicht zu Rande. Wir haben 2-mal Silikon, 1-mal Glas. Können wir denn noch irgendwas Gescheites machen, denn so zwischenzeitlich? Kupferwein. Tank nicht. Ein Rebreather. Rebreather. Wild Kit, das können wir doch herstellen, oder? Nee, können wir nicht. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Flashlight, Erblätter. Der Bilder. Ah ja, der Computerchip brauche ich dafür. Den hätte ich gern. Aber ich brauche dafür auch das... Kupfer, Powerzelle. Können wir eine Powerzelle herstellen? Batterie. Da brauchen wir die Pilze für. Wie viele Batterien haben wir denn? Zumindest mal die Pilze. Batterie sehe ich jetzt gerade nicht. Das
ist die hier drüben? Haben wir da eine? Nö. Wozu auch? Also, Batterie einmal. Echt, 3 Stück braucht die. Komm, da holen wir noch einen Pilz. Da drüben sind Pilze. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann können wir noch 2 Batterien herstellen. Das ist mal besser, weil die brauchen wir scheinbar auch immer mal wieder. Zum einen leert das unser Inventory, zum anderen kommen wir dann auch ein bisschen mehr zur Potte. Einmal. Und noch einmal. Und eine Powerzelle können wir herstellen. So. Copper Wire. Dann stellen wir uns doch mal einen Ziegleit her. Da ist er. Den legen wir auf die Taste 2. Und da kommen wir mal ein bisschen schneller voran. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Jetzt haben wir Silikon verbraucht. Da stellen wir am besten noch Silikon her. Dass wir es auf Vorrat haben. Wir haben so viel Quarz. Dann können wir noch eins und ein Glas herstellen. Und dann haben wir mal so ein bisschen auf Vorrat produziert. Weil so viel Quarz, was wir gefunden haben, lohnt sich. Ja. Wunderbar. Das ist toll. Den Ziegler nehme ich mal in die Hand. Dachte ich. Gut. Ah, hier unten sieht man. Das, so sieht er aus. Also, ihr Lieben, das war's schon wieder gewesen. Den Ziegler würde ich jetzt gerne in der nächsten Folge auch mal ein bisschen ausprobieren und ein bisschen testen. Das werden wir dann auch tun. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns wieder hier unter Wasser bei der nächsten Folge von Subnautica. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin noch viel Spaß im Netz. Und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.